Das letzte Video war ja wohl ein komplettes Desaster. Es ist nicht das Video mit den wenigsten Views, das ist immer noch reserviert für meinen Besuch beim Genfer Autosalon, meinen Reupload, und es ist auch nicht das Video mit den meisten Dislikes. Das ist das Alpina B8 Video, was aber auch das Video mit den meisten Likes ist. Also können wir hier sehen, die Likes sind echte Likes, die Dislikes sind JP Fanboys, die denken, ich hätte ihn in irgendeiner Weise beleidigt. Aber dieses Video ist anders, denn es ist bei weitem das Video mit dem größten Unterschied zwischen Likes und Dislikes, und zwar nicht im guten Sinne. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video filme, hat es 4 Likes, es hatte 5, weil ich es selber geliked hatte, und es hat 7 Dislikes. Und ich frage mich die ganze Zeit, wieso eigentlich? Weil das Video an sich, fand ich, war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber na gut, wenn ihr denkt, dass ich irgendwas an dem Video verbessern kann, was ich jetzt vielleicht nicht weiß, dann schreibt es doch bei dem Video oder diesem Video in die Kommentare, und dann möchte ich auch nicht mehr über das Video nachdenken. Aber ihr solltet es gesehen haben, damit ihr dieses Video verstehen könnt, denn es war ja eine Challenge, es war eine Herausforderung. Und Felix und ich haben unsere Bilder auf Instagram hochgeladen und haben gesehen, welches Bild euch besser gefällt. Und am Ende des Tages ist es so, ich habe die Challenge verloren. Und Felix hatte freie Auswahl, sich irgendeine Strafe für mich ausdenken zu lassen. Also hat er beschlossen, meine Strafe ist, dass ich mir die Haare abrasiere. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, wo ich eine Challenge gemacht habe, dass ich mit meinem alten Auto, mit meinem alten Alfa 147, die Nordschleife in unter 10 Minuten fahren kann, Bridge to Gantry, im Touristenverkehr, was ich dann auch geschafft habe. Und ich habe gesagt, wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt für Challenges, wo ich vielleicht meine Haare verliere, dann sollen sie erwähnt werden. Ich habe nichts gekriegt, aber der Felix hat das Video gesehen und dachte sich, das ist eine passende Bestrafung. Also sind wir heute hier, um mir die Haare abzurasieren. Ja, ich schätze, dann geht's los. So, jetzt sehe ich die Kamera nicht mehr, weil ich meine Brille abnehmen musste. Na gut. Na dann. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich habe hier einen 2 mm Absatz drauf, einfach damit es leichter geht, aber es sind 2 mm. Mann, ist das kurz. Oh mein Gott. Ups, na, nicht ohne Abdecke. Mein Haar ist so dicht, ich komme kaum durch. Ich glaube, jetzt ist der Akku leer. Oh Mann. Ja. Ja. Okay, Ersatz suchen. Oh mein Gott, ich werde aussehen wie so ein Gangster oder so. So, ich schätze, jetzt, da ich meine Haare rasiere, habe ich auch ein bisschen Zeit, über etwas anderes zu reden. Der Status von diesem ganzen YouTube-Kanal. Ich mache ihn jetzt schon seit über 2,5 Jahren. Angefangen habe ich ihn, weil ich mehr raus wollte, mehr lustige und interessante Dinge machen und sehen wollte. Und das habe ich auch. Ich mache diese Videos sowohl für mich als auch für euch. Deswegen ist die Qualität trotz der relativ kleinen Größe meines Kanals so hoch. Ich investiere Geld eigentlich nur dafür, dass ich mit diesen Videos happier bin und sie einfach immer besser werden. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass ich fast nichts anderes mehr mache. Und dann zu sehen, dass Videos, die mir Spaß machen, wie die Mofa-Challenge, überhaupt nicht gut ankommen, zieht einen ganz schön runter. Mittlerweile fehlt mir einfach so ein bisschen der Antrieb, weiterzumachen. Ich werde weiter versuchen, Videos für diesen Kanal zu machen, in hoher Qualität, damit ich sie mir auch in 2 Jahren selber wieder anschauen kann und nicht dabei cringen muss. Aber es kann halt deswegen sein, dass ich nicht jede Woche ein absolut affengeiles Video raushau.
Es wäre vielleicht schön, wenn ich sehen könnte, dass ihr die Arbeit hinter diesen Videos genauso wertschätzt wie ich. Deswegen würde ich euch bitten, diesen Kanal vielleicht euren Freunden zu empfehlen. Ich habe das kleine Ziel, bis zum Ende des Jahres vielleicht die 500-Abo-Marke zu knacken, was nach 3 Jahren eigentlich schon machbar sein sollte. Das Traumziel wäre aber 1000, weil es einfach so eine schöne Zahl ist. Wenn ihr wollt, dass ich wirklich High-Quality-Videos über extrem lustige Sachen mit Autos raushaue, dann zeigt mir das. Ich möchte mich im Generellen mehr darauf konzentrieren, was mir Spaß macht und warum ich diesen YouTube-Kanal überhaupt angefangen habe. Ja, ich wollte es einfach mal sagen. So, und jetzt zurück zu dem, warum ihr überhaupt alle hier seid. Hier bin ich ohne Haare. So, der Moment, auf den ihr gewartet habt. Ich hatte gerade eine kühle Dusche und ich denke, es ist Zeit, euch das Ergebnis zu zeigen von meiner Strafe. Jupp. Ich meine, schaut es euch an. Es fühlt sich an, als würde ich eine Nacktkatze streicheln. Und schaut mal, wie viel Haar übrig war. Das war sicher 1 Kilo Haare. Nun, zumindest heißt das, dass ich jetzt einen kühlen Kopf bewahren kann. Aber nur gut, ist mal ernst. Ich habe eine Challenge verloren. Es ist eine Strafe. Deswegen sind jetzt die Haare so kurz. Also, ja, es ist gerechtfertigt, dass ich jetzt so aussehe. Ganz einfach. Also, ich möchte mich beim Felix bedanken für diese tolle Challenge und diese tolle Strafe. Und ich habe eine Frage für alle Leute, die unter das Video 10 Minuten um die Nordschleife oder Haare abgeschrieben haben. Oh Mann, ich hätte den Jochen so gerne ohne Haare gesehen. Seid ihr jetzt zufrieden? Und ein riesiges Entschuldigung an alle anderen rational sehenden Personen. Ja, ich schätze, das war's mit diesem kleinen Video. Ich weiß, ich habe einfach ein bisschen dahin gelabert und währenddessen eine verdammt blöde Sache gemacht. Ich werde einfach die nächsten 2 Wochen nicht mehr rausgehen. So schaut's aus. Es gibt mir wohl eine Menge Zeit, Videos von mir zu gucken. Und apropos, nächste Woche gibt es ein JBcast TV Special. Der Mofa Challenge Marathon. Ich weiß, die Mofa Challenge Videos selber sind vielleicht nicht so gut angekommen, aber eine letzte Chance gibt es noch. Am Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal gibt es die Live-Veröffentlichung von dem Marathon mit mir und allen anderen Mitgliedern, die Zeit haben, mit dem Chat. Also wenn ihr vorbeischauen möchtet, dann holt euch ein bisschen Popcorn, setzt euch dahin und schaut für über 2,5 Stunden den Mofa-Marathon mit uns an. Erzählt es auch allen Freunden, lasst diese Veranstaltung etwas richtig Großes werden lassen. Also ich sehe euch nächste Woche, 18 Uhr, hier bei JBcast TV. Und damit ihr es nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Banner auf dem Like-Button und ich schätze, ich sehe euch dann irgendwann, wenn meine Haare länger sind oder mit Hut, fürs nächste Video. Ciao.